Price Code Black Viking. Geben Sie mir eine sichere Leitung zu Metal 01. Price, danke für den Tipp wegen King Fish. Übrigens hat Onkel Sam eine Belohnung auf deinen Kopf ausgesetzt. Und es leckt mal wieder. Ich liebe es. Ich glaube, ich überspringe es mal schnell. Wobei dann einfach eher nicht so wichtig. Also bis. Wobei, wir haben es ja eh gleich. Wir haben es eh gleich. Also warten wir noch ein bisschen. Ja, so, falls er spult's vor. Es läuft eh gerade mit einem FPS pro. Ja, einem FPS. Und es ist gleich fertig geladen. Und zwar jetzt. Jetzt. Jetzt! Sollen sich hinten anstellen. Volk, Makarovs Bombenbauer ist in Paris. Wir müssen handeln, bevor er untertaucht. Und ich schaff das nicht. Ich kann nur dir das anvertrauen. Vengato. Dieser Bastard hat die Massenvernichtungswaffen über Frigata Industries vertrieben. Ich besuche ihr europäisches Hauptquartier. Französische Sondereinheiten haben Volk gefunden. Die GIGN hat ihn weit hinter den feindlichen Linien aufgespürt, wird aber festgenagelt. Und wir sollen sie entnageln? Kümmern Sie sich um das Ziel, aber wir brauchen Volk lebend. Okay, es kann sein, dass diese Aufnahme auch plötzlich wieder unterbrochen wird, weil ich zu wenig Speicherplatz habe, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Vielleicht lösche ich ein paar Spiele. Der nasse Sack. Ja, ich habe auch einen nassen Sack, nachdem ich Der Eiffelturm! Wir sind hier noch nicht im Chernobyl oder wie auch immer die Stadt auch heißen mag. Oh, der Arme. Ich glaube, der ist tot. Er ist tot, Jimmy. Klingt, als wäre 595 übel getroffen. In der Einheit sind viele Grünschnäbel. Heute ist niemand ein Grünschnabel. Ich komme hier vor wie in Fallout 3. Das ist das neue Spiel von Obsidian und Bethesda. Fallout 3. Scheiße. Fallout New Paris. Warum bin ich da jetzt runtergesprungen? Das hat mir jetzt wieder kostbare Aufnahmeminuten gekostet. Ach, schneller, na los. Na los jetzt, bevor mein Speicher voll ist. Mann, mach hinne. Achso. Ja, mach du hinne. Schneller Sandmann. Die Leute schlafen schon ein. Leck. Ey, hast mich fast runtergeschubst, Verräter. Was muss ich jetzt machen? Ich will jetzt nicht noch mehr runterspringen. Ach so, ja. Ich dachte, das konnte man so als Seil nehmen. Deswegen habe ich vorhin gedacht, man kommt da runter. Für die, die sich jetzt wundern, warum ich da vorhin runtergejumpt bin. Ein Foto! Hässliches Foto! Ein Fernseher an der Wand! Hässlicher Fernseher an der Wand! Noch ein Fernseher, okay. Ein Fahrrad! Fährt sie zu uns? Ja, ne? Ja. Grinch. Hoffentlich dauert das Level nicht zu lange. Ach komm! Diese verdammten Russen!
So, nur so als Randnotiz. Eine Minute, die wir aufnehmen, verbraucht 3 GB. Und ich habe nur 100 GB frei gespeichert. Dann könnt ihr jetzt berechnen, wie viel Zeit wir haben für diesen Part, bis ich wieder eine Aufnahmesession machen muss. Na los, mach hin! Oh! Sagt er, dass ihr Feinde seid, Verbündete seid? Na toll, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Zeit verloren. Schnell, 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 schnell! Deck! Wir geben Rückendeckung, wo geht's lang? Overlord, hier Metal 01, Zusammenschluss erfolgt. Sind zur Position der Zielperson unterwegs. Oh, ich sehe einen Kopf. Headshot, oder? Jetzt Headshot. Ist da noch jemand? Hätten fast mit einem Raketenwerfer gekillt. Achso, du bist Sandmann. Und du bist Sabre. Geh mal weg da. Stehst mir nur im Weg. Ich weiß, ich sollte nicht so rumalbern, aber ich kann es nicht verkneifen. Was ist denn das? Ah! Ein Orangensaft! Wow, ich hab jemanden gekillt, ohne wie sie das zu verwenden. Jetzt aber. Ich bin der mutigste Soldat der Welt. Seht mal, was ich mich traue. Das war eher Dummheit als Tapfernis, wie auch immer. Das war eher dumm als mutig. Ich will jetzt mal ein bisschen was messern. Hey Sie! Was soll das? Warum schießen Sie auf mich? Ich kenne Sie doch gar nicht. AK-47 mit Schall... 74 mit Schalldämpfer. Ich glaube, die nehme ich. Diese Stühle, die nerven aber auch. Total unnötig, solche Stühle. Ich finde, Stühle sind total useless. Das kann noch lange dauern. Ich glaube, ich werde diesen Part dann, dieser Part wird, glaube ich, dann wieder in 2 Aufnahmesessions getrennt werden. Aber in Zukunft werde ich das dann so machen, dass jeder Part eine Aufnahmesession ist. Und ich den Part dann einen Tag später rendere und dann auch hochlade. So mache ich dann. Weil es mit HD Plus, das ist ja, ist zwar schön und gut, aber es dauert seine Zeit, ne? Bis das Video fertig ist. Oh, keine Munition mehr. Ich habe mich gerade gefragt, was zum Teufel, was soll das? Leck! Wahrscheinlich wird bei jedem Lag ein neues Video zusammengeschnitten. Mir läuft die Zeit davon. Granate. Das war knapp. Sagt mal, hilf mir. Sag den Leuten, dass ich nicht so lange aufnehmen kann. Ich muss dann noch rechtzeitig bemerken, wann Fraps aufhört aufzunehmen. Ups, Entschuldigung, war Absicht. Uiuiui, hier ist es stark verseucht. Zombie-Apokalypse kommt gleich. Das würde den Zombie-Modus von Black Ops 1 erklären.
keiner mehr. Dieser Ort sieht mir ziemlich ungefährlich aus. Boah, das erinnert mich echt an Fallout. Ich will ein Snipergewehr. Oder eine Luftunterstützungsmarkierung geht natürlich auch. Ist natürlich auch immer das Beste. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Ich habe einfach eine Granate geschmissen. Das war doch eine Granate, oder? Aha. Und da läuft noch einer. Was ist, du hast die ganze Party verpasst. Wir haben Silvester in Wirklichkeit und deswegen müssen wir lauter Sprengstoff Sachen in die Luft jagen. Ey, bist du schwul? Warum schießt du auf mich? Auch Granate. Ich habe aber nur Blendergranaten. So, dann muss ich die Granate... So, hier. Ich hab doch keine Ahnung. Wie man das gerade gemacht hat, aber egal. Ich will auch so eine Granate. Ich würde dann meine Lehrerin in die Unterhose reinstecken. Ich hätte nicht direkt von meiner Nase den Feind. Oh, sauber. Hey, sie! Ich stecke ihn in meine Unterhose, in den Arsch, Moment. Ey, Quatsch, eine Granate in den Arsch. So, hier, bitteschön. Lauf doch nicht weg. Du willst es doch auch. Ja, okay. Die Granate war zwar 2 Meter entfernt von dem Panzer, aber naja. Oh, gut, ich habe noch welche. Cool. Hier, bitteschön. Ah, Granate! Ich habe Granaten. Wahrscheinlich war das meine eigene, die gerade markiert wurde. Ich dachte gerade, es wären Menschen, die sich geduckt haben, aber wir waren es nur 2 Mofas. ich hab vielleicht eine Fantasie. Na, hier 2 Menschen, die aussehen wie Mofas. Ach, da geht's runter. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Na gut, das ist schwer, so ein kleines Kanaldeckelchen zu erkennen. Ach, das war schon, oder? Nee, ich dachte schon, der Part wird zu Ende. Aber es ist dabei nur dunkel. Okay. Überprüfe auf Gifte, Moment. Ja, jawohl. Jawohl. Teufel. Mein Herr. Und jetzt. Lex. Zwei FPS. So, Leute. Alles läuft im Zeitlupe. Ich werde mal schnell. Endlich natürliche Luft. So, warum ist Mario schwul? Nein, der ist ja ein Analreiniger. Verstanden, 01. Wir schicken eine Ranger-Einsatztruppe an Ihre Position. Markieren Sie Ihren Weg mit Leuchten. Hey, da ist eine Ratte. Anweisung verstanden. Warum habe ich kein Licht? Ich will auch eine Taschenlampe. Wahrscheinlich weiß auch viel Scheiße ist. Also wer wird hier bitte schön
ein Feuergefecht führen wollen. Danger! Was inter... Warte, geh doch weg! Interdit! War Public! Ich dachte, wir wären in Frankreich, warum ist hier ein englisches Schild? Egal. Hier wurde wieder Wert auf Lichteffekte gelegt. Raten! Dreimal darfst du raten, was da war. Aber wir werden uns nicht dazu gesetzt. Gegner? Gegner, ich hab da vorhin seitlich einen gesehen. Ich dachte, der gehört zu uns, aber es war anscheinend ein Gegner. Auf den Weg, ich muss den Typen hier fangen und mir ist es egal, ob ich sterbe. Aus dem Weg, ich bin Gott, du kannst mich nicht killen, I'm the God of War. Ja, komm, leg mich. So. Hier ist er lang. Volk steigt in den grauen Wagen. Scheiße. Ich komme da nicht vorbei, ohne dass sie mich killen. Ich muss dieses Mal. Yep, ich hab's gesagt. Okay. Ich muss schnell. Sehr schnell. Und dann ist das Level, glaube ich, schon over. Denn in Call of Duty kann man ja keine Autos fahren. Oder keine Fahrzeuge. Volk steigt in den grauen Wagen. Ich kann jetzt einfach hinterher. Ja, leck mich. Leck mich. Leck mich, habe ich gesagt. Was versteht ihr nicht unter dem Begriff leck mich? Den müsst ihr doch schon oft genug von einem Freund gehört haben. Nein, ich zuerst ab. So. So, ich glaube, die zwei werden keine große Gefahr mehr sein. Ach so, ja, statt dass ich mal ein Fahrzeug fahre in Call of Duty, fährt ein anderer, ist klar. Aus dem Weg! Ich hab's eilig! Meine Frau ist schwanger! Oh, ein Panzer! Achso, ja, hier, da. Was kann ich da gegen den Panzer eigentlich machen? Ein Panzer ist ein Panzer. So, und jetzt? Ey Leute, wartet bevor ihr schießt, ich muss hier erst nachladen. Feinde sind aber auch überall. Könnte man meinen, alle wären gegen uns. Die kennen sich aber hier gut aus. Wow, jetzt übertreiben sie es aber. Und jetzt haben wir ihn endlich. Oh, der arme Gemüsestand. Muss ich jetzt alle Insassen abknallen oder was? Ah ne, scheiße. Das wäre jetzt was, wenn der Part jetzt aber beendet, wie auch immer.
So, ich muss die Typen da abknallen, die eine Knarre haben. Okay, ich glaube, das waren alle, oder? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Was muss ich denn machen? Ich habe keine Ahnung. Einfangen. Was heißt das? Soll ich mir Zeit lassen? Wie jetzt? Also wenn ich den abknall, dann sterbe ich. Wenn ich aber den nicht abknall, dann sterbe ich auch. Was ist denn das für eine Ironie? Jetzt habe ich aber richtig gemacht, oder? Ja. Pause. Ja, genau, mach ihn fertig. So, seht, liebe Kinder. Sandmann verprügelt euren Vater. Truck, wir haben Volk, sind unterwegs. Verstanden. Raptor 2 wirft den Motor an. Gut, dann bis zum nächsten Part. Ich mache jetzt auf meine Pause. Ciao.